Er fährt schon mit dem Motorrad hier. War ja gar kein Spaß hier. Verstehe ich nicht. So Simson ist auch Welt besser hier. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Worum geht's denn heute? 10 mögliche Gründe, warum du keine Simson fährst. Ist doch scheiße, das Ding. Ist doch scheiße. Ich bin wie immer mal mit dem Biest unterwegs, aber wie immer ist wie gleich die Polizei unterwegs heute. Was gibt's denn heute hier so Wichtiges? Also, 10 mögliche Gründe, warum du keine Simson fährst. Da ist alles dabei. Ich habe einen grünen Smiley. Erstens, du fährst keine Simson, weil für dich ist eine Elektroschwalbe das geilste der Welt. Zweitens, du fährst keine Simson, weil du kannst nicht mit Schaltung fahren. Und du hast dir einen Schnickenroller mit einer Variomatik gekauft. Drittens, du fährst keine Simson, weil deine Simson wurde dir geklaut. Ganz große Scheiße. Viertens, du fährst keine Simson, weil du fährst lieber Fahrrad, ist gesund und umweltfreundlich. Fünftens, du fährst keine Simson, weil ein Simson ist ja einfach zu teuer. Stimmt ja auch teilweise. Sechstens, du fährst keine Simson, weil deine Simson ist kaputt und du kannst sie nicht reparieren. Siebtens, du fährst keine Simson, weil du wohnst in Ungarn. Und dort gibt es keine Sim mehr. Achtens, du fährst keine Simson, weil du hast immer noch keine KBR-Papiere für deine Ungarn-Simme bekommen. Neuntens, du fährst keine Simson, weil du hast ein Motorrad, wo es nie wieder etwas unter 100 PS und 1000 Kubik fahren. Zehntens, du fährst keine Simson, weil du bist über 50 und so eine Simson flashst du gar nicht mehr. Und jetzt zum Schluss noch ein Bonusgrund. Du fährst keine Simson, weil was stimmt mit dir nicht? Mann, ist das kalt heute. So, und jetzt sind wir wieder bei den Grüßen. Wir gehen einmal ganz fette Grüße raus an Herkules Stammtisch Witten. Wir gehen fett Grüße raus an die 20 Uhr Gängen. Wir gehen nochmal ganz fett Grüße raus an Pickschnitzel. Und einmal fett Grüße an Micha GSI. Also wer gegrüßt werden will, der schreibt einfach nur einen Kommentar rein, hey, grüß mich mal, und dann mache ich dann auch. Also im nächsten Videolog, dann lese ich die Grüße dann vor. Und zum Schluss noch, wie immer, ein fetter Gruß geht raus an Rudi. Also wer noch Gründe hat, warum man keine Simson fährt, der schreibt doch ganz bitte in die Kommentare rein. Und ich werde im nächsten Videolog vielleicht dann noch weitere Gründe vorlesen, warum man keine Simson fährt. So, und ich nenne auch denjenigen, der das geschrieben hat, nämlich auch beim Namen. Ich
Nicht, dass jemand denkt, dass er von mir dann ist, auf meinem Mist gewachsen ist. Also, immer schön einen Kommentar schreiben. Ich bin ja auch ein interaktiver Kanal. Und bei mir beantworte ich auch noch Kommentare. So, dann vielen Dank an meine Abonnenten und meine Zuseher. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ich sage mal tschüss. Grund Nummer 9. Du fährst keine Simson, weil du hast ein Motorrad und würdest nie wieder was unter 1000 Kubik und 100 PS fahren.